Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie Interesse haben an einer Turmführung heute in Diepholz anlässlich des Grafensonntags. Wir feiern den Grafensonntag zum 38. Mal. Mein Name ist Richard Bitter. Wir werden 133 Stufen hochklettern. Wir werden ganz oben rausgucken und uns die Landschaft anschauen. Und wie kam es zu diesem Turm? Dieser Turm ist eine Schutz- und eine Trutzburg. Das heißt, hier hat die Grafenfamilie Schutz gesucht im Mittelalter und man hat von hier aus sich auch gewehrt. Wir werden also eine Kanonenebene erleben. Und der Turm ist aufgegliedert in mehrere Ebenen und die unterste Ebene, das ist die hier mit den Findlingsteinen, die ist über 1000 Jahre alt. Und der untere Teil ist auch während des 30-jährigen Krieges erhalten geblieben. Alles andere darüber ist abgebrannt. Wir hatten vorher hier, vor dem 30-jährigen Krieg, eine gotische Spitze. Wir haben jetzt, nach dem 30-jährigen Krieg, eine barocke Haube. Das können Sie gleich von innen sehen. Und ich zeige Ihnen auch den Raum, wo der Graf und seine Familie Schutz gesucht haben. So, ich gehe mal vor. So, meine Damen und Herren, hier können Sie ein bisschen verschnaufen, während Sie mir zuhören. Sie haben jetzt ein Drittel der Turmhöhe schon erreicht. Ja, wir sind so auf etwa 10 Meter und wir müssen hoch mindestens auf 30 Meter. Der Turm hat bis zu seiner Turmspitze, oben ist so ein Blitzschutzfänger, hat er eine Höhe von 42 Meter. Es ist das Wahrzeichen von Diepholz geworden. Es ist in Norddeutschland eine der bedeutendsten Profantürme, die in diesem Unterhaltungszustand sind. Man findet Kirchtürme, aber Schlosstürme in dieser Art, die begehbar sind, finden Sie wenige. Sie sind unten reingekommen und sind erstmal an einer Wand entlang gegangen. Das ist die Wandstärke unten im Erdgeschoss. Sie beträgt zwischen 4 und 5 Meter. Und hier haben wir immerhin noch eine Wandstärke von mehr als 3 Meter. Hier ist der Raum also etwas weiter geworden. Ganz unten ist nur ein Verlies. Wenn Sie nach oben schauen, sehen Sie eine Rundkuppel aus Ziegelsteinen gemauert. Diese Ziegelsteine haben ein besonderes Format, wie es in der Zeit der Klöster und Kirchenbauten verwendet wurde. Deshalb spricht man auch von einem klosterformatigen Stein. Und den finden wir auch in Mariendrebber an der Kirche. Auch die Art der Vermauerung, die sogenannten Mauerverbände, sind wie bei der Kirche in Mariendrebber und die ist im 12. Jahrhundert nachweislich entstanden. Sie sehen also einen Unterschied zwischen drinnen und draußen. Hier innen drin haben wir Ziegelmauerwerk, außen haben wir Findlingsmauerwerk aus Steinen, die die Eiszeit uns hier hinterlassen hat. Und zwischen diesen Mauerschalen dazwischen ist Geröll, Kalkmörtel und so weiter. Hier sehen Sie Risse. Sie müssen keine Angst haben, dass uns jetzt der Turm über dem Kopf zusammenstürzt. Ich habe diese Gipsmarken vor 20 Jahren setzen lassen. Es ist keine Bewegung mehr drin. Die Risse sind älter. Wir gehen jetzt diese Treppe hoch und gehen dann um die Ecke. Wir verlassen dann die Kuppel. Und wir dürfen davon ausgehen, dass dieser Kuppelraum der Schutzraum der Grafenfamilie war. Denn
Hier, Sie müssen sich vorstellen, dass hier eine Balkenlage drin war. Hier war ein Atemloch. Hier kriegte er Luft. Und es gibt, wenn Sie gleich dann um die Ecke gehen, dann schauen Sie runter, da ist so eine Lattenrosttür. Da gibt es einen Zugang, der kommt vom Nordflügel des Schlosses über den Dachboden hier rein. Das heißt also, der Graf, der in den Nordflügel wohnte, der hatte die Chance, über den Dachboden hier in den Schutzraum reinzugehen. Und seine Soldaten gingen einfach eine Etage höher und kamen in die Ebene, wo die Kanonen standen. Wir gehen dann jetzt bis zur Kanonenebene. Meine Damen und Herren, Sie haben unten gesehen, dass der Findlingsturm kreisrund ist. Und wenn Sie nachher den Turm wieder verlassen haben, dann schauen Sie nochmal zurück und dann werden Ihnen Details auffallen. Dieses Kreisrunde geht über in ein Zwölfeck. Und wir sind in der ersten Ebene, die ein Zwölfeck darstellt. Und in diesem Zwölfeck sind 6 Schießscharten untergebracht. 5 sind dunkel gemacht, eine haben wir hier öffnen lassen, gibt einen wunderbaren Blick in die Innenstadt frei. Hier standen sehr wahrscheinlich die Kanonen. Hier stand die Soldadeska. Und hier sind die Balkenlagen verstärkt. Hier liegt praktisch Balkenlage an Balkenlage. Wir gehen jetzt, Sie haben ein bisschen verschnauft, wir gehen jetzt in die nächste Ebene und da erwartet uns ein wunderschönes Turmzimmer. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt so ungefähr auf 20 Meter. Dies ist ein wunderschöner Raum, den wir leider nicht bespielen können, so wie ich es gerne wünsche. Ich würde mir wünschen, hier gibt es ein kleines barockes Konzert und ein Gläschen Sekt. Und ich könnte Sie häufiger hier begrüßen. Das sind Dinge, da träumen wir noch von, dass wir hier ohne Brandschutzbedenken nach oben gehen können. Sie sehen dort eine Schatztruhe. Eine baugleiche habe ich in Taipeh entdeckt, in Taiwan, und da war sie etikettiert mit aus dem 16. Jahrhundert. Wie diese Schatztruhe hier ins Schloss gekommen ist und wer die vorher besaß, wissen wir nicht. So, meine Damen und Herren, ich gehe mit den ersten 5 flott nach oben, wir kommen schnell wieder nach unten. So, ab hier empfehle ich jedem, sich mit 2 Händen festzuhalten. Ja, das ist der steilste Teil, ist dann aber auch der letzte. So, hier haben Sie einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt. Diepholz, wenn Sie hier mal rausschauen, Sie sehen hier 2 weitere Türme. Hier vorne den Turm der St. Nikolaikirche und in der gleichen Flucht, die ist des Kirchturmes, der Rathausturm. Und dann maßstabsprengend im Hintergrund links der Fernsehturm. Ich habe großen Respekt vor der Zimmermannskunst. Wenn Sie mal hier oben hinschauen, dann sehen Sie ein ganz kunstvoll verarbeitetes Zimmermannsgebälk. Und die hellen Holzteile sind 2016 ausgetauscht worden. Die dunkleren sind älter. Wir haben hier die gesamte Kunst des Zimmermannsbaus. Wenn Sie hier sich das anschauen, das ist ein sogenannter Kaiserstock. Das ist hier das Haupttragelement in der Vertikalen und das ist hier gestoßen. Wir haben es hier also mit einem unechten Kaiserstock zu tun. So hoch können die Bäume gar nicht wachsen, als dass man das in einem Stück hätte reingeben können. So, meine Damen und Herren, das ist die oberste begehbare Ebene. Sie haben die Chance, in jede Himmelsrichtung zu schauen.
auf die Innenstadt, auf ihren Wohnsitz. Sie können hinten die Dammer Berge sehen. Bei gutem Wetter sehen wir die Stemmweh der Berge auch. Den Dümmer sehen wir natürlich nicht, der ist zu flach. Wir sind jetzt ungefähr auf 32 Meter Höhe. Und der Rest hier oben über uns ist nicht begehbar für Publikum. Da dürfen nur Handwerker hin, die irgendwelche Wartungsarbeiten durchführen an der Blitzschutzanlage. Ja, ich hatte mein Enkelkind mit hier oben, 3 Jahre alt. Das Enkelkind sagte, das ist so schön, sie will hier schlafen, sie will hier bleiben. Ja, wir müssen uns wieder leider an den Abstieg machen. Geplant ist, dass wir das ganze Gebäude mit einem Brandschutz- und Rauchmeldeanlage ausstatten und dann den Fluchtweg freigeben, den der Graf auch nutzte, nämlich über den Dachboden. Wir haben die Zustimmung der Justizverwaltung dazu eingeholt. Die Ministerin Frau Haflitzer war hier und hat die Idee gut geheißen und es muss jetzt noch baulich realisiert werden, natürlich finanziert werden und so weiter, aber wir haben ein Konzept, was hinreichend tragfähig ist, dass wir hier Gruppen nicht mit diesem zeitlichen Limit nach oben führen dürfen. Da freue ich mich drauf. Ja? So, wir müssen runter. Ja, dieser Turm ist nach dem 30-jährigen Krieg 1663 wieder errichtet worden. So, wir gehen gemeinsam nach unten. Haben wir hier wesentliche Tragelemente ausgetauscht. Dies ist die Spitze von einem Balken, der seit der Wiedererrichtung 1663 in das Außenmauerwerk eingebunden war und durch Pilze und Insektenbefall vollständig zerstört war. Wir hatten also hier schon einen Moment, wo die Tragsicherheit nicht mehr gewährleistet war. Und da sind alle tragenden Teile, die durch Holzschädlinge befallen waren, ausgetauscht worden. Das Land Niedersachsen ist Eigentümer des Turmes. Das Land Niedersachsen hat die Sanierung bezahlt. Da sind wir als Diepholzer sehr froh drüber. Und das ging in die Größenordnung fast 1 Million Euro, die hier über eine 2-jährige Bauzeit verbaut werden musste.